Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Rettungswagen Simulator 2014 mit mir MacMinions. So, und wir wollen natürlich in der Kampagne weitermachen. Und der letzte Einsatz war der Verkehrsunfall. Und wir tun mal das Spiel einfach fortsetzen. So, mal schauen, was uns jetzt Schönes erwartet. Ich bin schon ganz gespannt, welchen Rettungseinsatz wir als nächstes gegenüberstehen. Ja, und vor allem, ich glaube, wir haben knapp 1500 XP-Punkte bis jetzt gesammelt. Und ich muss dazu sagen, das Spiel macht eigentlich bis jetzt ja, relativ viel Spaß. Also ist auf jeden Fall, ich finde es ganz lustig. Sag was mal so. Es ist jetzt kein Must-Have, aber es ist lustig. Vor allen Dingen lustig zu Let's Playen. So, okay, ein neuer Notfall. Horch mal gleich mal, was es gibt. Attention, please. Tell me the Notfall. So. Ah, schwarzer Bildschirm. Hallo. Hallo, hier geht's um Menschenleben. Jetzt scheiß dich doch mal aus. Nein, was ist denn jetzt los? Oh. Hallo. Hallo. Hola. Ah, okay. Ja, super. Und was ist jetzt der Notfall? Hallo. Ja, irgendwie hat's das... Einsatzwagen 1783-1. Es wurde eine panische Person aufgefunden. Hm. Anzeichen weisen auf eine Hyperventilation. Oh oh. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Ach du Scheiße. So, Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Handbremse aus, Motor starten. Ach, Scheißendreck, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo das Martinshorn war. Das ist auch blöd, wenn man hier... Moment mal. Moment, wenn man hier... Blaulicht. Sirene O und B. Ah ja, okay, O und B. Ja, ich habe jetzt erst wieder Werkfeuerwehrsimulator gespielt und da war das eben... Oh. Ah ja, los geht's. So. So, blinken. Wir müssen hier hoch. Die Grafik ist schon wieder so beknackt. Seht ihr das? Wieso ist denn das so? Und das ruckelt wie Sau. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wieso das so bescheuert ist. Hier im Schatten komischerweise geht's. Im Licht ist es wieder... Ups, total grieselig und ruckelt. Und ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Na, sage mir mal. Moment, da muss ich mal ganz kurz hier in die Option nochmal reinschauen. Das kann ja so nicht sein. Ach so, nee, da komme ich jetzt nicht rein. Ach, ist aber auch ärgerlich. Das war aber das letzte Mal, wo ich den ersten Part, war das genauso gewesen. Na, attention. So, im Schatten hier ist alles gut. Komischerweise. Moment, ist der rangefahren? Ja. Oh, fuck. Habe ich den noch erwischt? Ich weiß nicht. Aber das Geruckel hier, das geht mir tierisch auf den Geist. Und ich weiß auch nicht, wo hier das Problem ist. Warum der, wenn ich das Spiel neu starte, immer hier so einen Quatsch macht. Ja, fein angehalten. So, okay. Aber ist egal, wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Wesentliche. Wir sind ja sowieso gleich da an 100 Metern. Vielleicht ist ja danach auch wieder gut. So, Moment, wir müssen hier rüber. So, schön sagte, achso, ah, wir haben den Einsatzauftrag übernommen, das haben wir nicht gemacht. Naja, komm, dann machen wir an der Einsatzstelle eingetroffen wenigstens. So, aus, ne, komm, hier ist Blaulicht, das kann nicht sein, oder? Da fährt mir rein und ich kriege hier einen mittelschweren Unfall, da kriege ich doch gleich einen mittelschweren Anfall. Wenn ich das hier schon wieder sehe. So. Okay, wir steigen gerade aus. Auch das dauert wieder etwas. Oh, eine panische Person. Was eine Frau begann, besorgniserregend zu hyperventilieren. Die Ursache dafür ist noch unklar. Ach komm, die müssen wir erstmal ansprechen. Patienten ansprechen. Immer ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sie erzählt davon, wie sie plötzlich keine Luft mehr bekam und kurz darauf schreckliche Angst. Asthmatikerin ist sie nicht. Hier unten steht übrigens auch immer 17%, haben wir jetzt hier schon abgeschlossen. Ah, na, was machen wir denn da? Oh. Das oder das? Ach komm, wir machen mal das. Hyperventilationsmaske anlegen. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, wenn jemand hyperventiliert. Die Frau wurde mit der Hyperventilation.
Hyperventilations. Hyperventilationsmaske. Hyperventilationsaste Maske beruhigt. Nun soll sie Vitalwerte prüfen. Okay. So, im Moment müssen wir hier mal das kleine Bildschirmchen aufmachen. 120 zu 70 zu 110. Naja, mein Gott, der Puls ist ein bisschen hoch. Aber ansonsten sagt Dr. McManus, sie sind eigentlich so ganz gut. Verdachtsdiagnose ist noch nicht beendet. Pulsoximeter anlegen. Das war nicht so gut. Dann messen wir mal den Blutzucker. 90, okay, ein bisschen ängstlich ist die Frau noch. Ja, aber der Blutzucker ist eigentlich auch okay, oder? Denke ich mal. Also nach meinem zweiwöchigen Medizinstudium damals habe ich ja... So, Moment, ein bisschen ängstlich ist die Frau noch. Physisch betreuen, Atemwege. Okay, physisch betreuen. Das klingt immer gut. Die Frau wird beruhigt. Ist sie doch ein wenig kalt. Och, die Arme. Soll ich mich auf sie legen? Was meint ihr? Eigentlich könnte ich mich da auf sie legen, wenn ihr kalt ist. Wenn ich mich einfach mit meinem nackten Körper auf sie drauflege, dann gibt das doch am meisten Wärme ab. Oder? War das nicht so? 100%, wir haben es geschafft. Zum Wärmeerhalt. Wärmeerhalt wurde die Frau zugedeckt. Die Frau ist nun soweit versorgt. Fahren Sie mit ihr wieder zurück. Fahren Sie nun wieder zurück zur Rettungswache. Na gut. Gehen wir halt wieder. So, ist immer noch so scheiße. Seht ihr hier dieses ganze Gekriesel? Dieses. Ich verstehe das einfach nicht. Hier. Was soll das? Vor allem weiß ich schon, was passiert. Mir kackt das Spiel wieder ab. Weiß ich zu 100%. Oh, was denn? Hängen wir auf. Achso, Handbremse, Scheißdreck. Ich weiß zu 100%, mir kackt das Spiel wieder ab. Naja. Schauen wir mal. Achso, Moment, wir sind jetzt hier Patient aufgenommen. Nö. Wir sind ja eigentlich über Funk wieder einsatzbereit. Genau. Achso, Gas, 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 Gas. So, die Ampel ist wieder grün. Ah, ich muss echt mal schauen, an was das liegt. Aber es ist immer nur beim ersten Part so. Vor allen Dingen habe ich wirklich die Befürchtung, dass ja, ich wahrscheinlich gar nicht so weit komme, bis in die Wache und das Spiel schon vorher abkackt. Ich weiß aber nicht warum, ob der jetzt hier meine Grafikkarte irgendwie... Die zwei... Ich habe auch so eine scheiß FPS. Also ich habe hier 17 FPS, das ist ja wirklich enorm schlecht. Ob der hier meine Grafik... Attention, ob der hier meine Grafikkarte nicht erkennt oder was hier los ist. Mensch. Ist die zu neu für das Spiel? Ich weiß es nicht, aber das Spiel ist ja auch neu. Na gut. So neu, vielleicht dann doch nicht. So, wie sieht es denn überhaupt aus hier auf der Vorfahrtsstraße? Wildes Gedränge. So, jetzt aber ganz schnell Lücke durch. Wir wollen ja keinen Unfall bauen. Wir wollen ja so viel wie möglich Punkte nach Hause bringen. So, stopp. Und wir ziehen mal lieber die Handbremse an. Nicht, dass wir noch irgendwo dagegen rollen. Da wird ja, werden einen ja auch immer gleich hier, was weiß ich, 10 Punkte abgezogen oder 20 Punkte oder... Das ist ja immer das Gravierende an der Sache. Ansonsten, ihr könnt mir ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt, wie das Spiel so bei euch ankommt. Weil, ich meine, wir haben nicht viele Optionen, was wir hier machen können. Es ist jetzt nicht wie bei irgendwelchen Simulatoren, so Open-World-Simulatoren. Wo man auch mal ein bisschen rumfahren kann oder ein bisschen schauen kann. Kann man zwar jetzt ja auch machen, aber um den Auftrag eben abzuschließen, müssen wir zurück zur Wache. Und ihr seht ja selber hier, die Karte ist ja nun sehr begrenzt. Also wir haben da ein Krankenhaus, wir haben hier ein Krankenhaus, wir haben hier verschiedene Sachen wie Rathaus, Kirche, Shoppingcenter, Supermarkt, Schule, Beachclub, Parkanlage und so weiter eben. Ja, und hier haben wir unsere Leitstelle, unsere Einsatzleitstelle. Aber ansonsten, muss man sagen, ist es ja nun wirklich... Naja, doch schon sehr begrenzt. So, und deswegen ist halt das, ich habe mir so gedacht, es ist vielleicht... Na, was denn jetzt? Ich oder du? Ja, dann doch ich. So, es ist vielleicht nicht schlecht für, gerade für die Parts, wenn ich vielleicht immer einen Part pro Einsatz mache. Moment, da haben wir halt immer so zwischen 10 und 15 Minuten Parts und dann passt das doch eigentlich. So, jetzt muss erstmal hier irgendwie noch hier reinkommen. Ziehen die Handbremse an und machen den Motor aus. So, Einsatz beendet. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel jetzt wieder abkackt, so wie beim letzten Mal.
Ja, Fahrfehler 30, Behandlungsfehler 5. Kann ich leider nicht ändern. 145 XP haben wir gekriegt und wir drücken jetzt einfach mal Enter zum Fortfahren. Okay, es ist noch nichts passiert. Wie sieht es eigentlich mit unserer Statistik aus? Wie viele XP-Punkte haben wir denn überhaupt? Das steht jetzt gar nicht hier, oder wie? Ach doch, 1641. 1641. Und ich gehe jetzt aber trotzdem mal raus, weil schaut euch mal, ich zeige euch mal was hier. So, Moment. Das FSAA-Level habe ich jetzt schon ausgeschaltet. Komplett aus, was eigentlich auch. Also, ich habe hier einfach alles auf hoch und eine Auflösung von 1920x1080, das war's. Mehr ist es nicht. So. Das schalte ich jetzt wieder ein. Wenigstens mal auf 4. Ja, wenigstens mal auf 4. So, aber warum das hier alles so scheiße ist, weiß ich auch nicht. Guck mal hier, Gärtner für Fortgeschrittene. Das haben wir schon gemacht, orientierungslos im Park. Achso, nee, das haben wir gemacht. Für Fortgeschrittene haben wir noch nicht gemacht. Neues Herz haben wir schon gemacht. Ah, hier gibt's schon. Eieiei. Ein paar Missionen gibt's hier schon. Achso, okay, wir müssen wahrscheinlich... Achso, die schalten wir wahrscheinlich erst frei, wenn wir... umso mehr XP wir haben. Okay, also da haben wir auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Aber viele Einsätze. Na gut, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das, indem ihr mir einfach einen Daumen da lasst, beziehungsweise das Video liken tut. Und ansonsten, ja, sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Mal gucken, was uns da für ein spannender Auftrag erwartet. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Wer neu ist, abonniert einfach völlig kostenlos. Schaut mal auf den Kanal vorbei. Und für meine Bros, wie immer noch ein fettes High Five. Tschüss.